Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich bin seit gestern mit Ach und Krach auf Weltstufe 4 gekommen. Und wie ihr schon in dem Titel gesehen habt, geht es heute darum, euch mein Bild für den Barbaren zu zeigen. Und das mache ich eigentlich auch nur, weil ich den Bild mir tatsächlich aus dem Internet gezogen habe, weil ich mit meinem Bild, womit ich in Weltstufe 4 gekommen bin, nicht mehr klargekommen bin. Und da geht erstmal ein dickes Shoutout an Rob raus. Ich werde euch den Bild unten einmal verlinken. Da könnt ihr ganz perfekt machen, ob ihr Early Game, Mid Game oder Endgame haben wollt. Ich habe hier den Endgame-Bild ohne die einzigartigen Gegenstände. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Weil eigentlich braucht ihr nur die drei Schreie, die ihr unten seht. Und den Wirbelwind. Das ist so dieser typische Wirbelwind-Bild. Und was ihr macht, ist eigentlich nur die drei Schreie spam und dann den Wirbelwind drücken. Und nichts weiter. Und wir eben Gegner. Und ich habe extra hier so einen Keller genommen, weil hier normalerweise viele Gegner kommen, aber irgendwie ist hier gerade nichts Besonderes. Hallo. Wo sind die krassen Gegners? Das ist ja belastend. Hallo? Vielleicht am Ende? Ah, da ist schon mal einer. So, man sieht so 20.000 kommt dabei schon rum. 10 bis 20.000. Und der Bild ist absolut nicht perfekt ausgestattet. Ne? Also, da geht um einiges mehr. Mir fehlen halt die ganzen Items noch und so. Also, das ist eigentlich mein Blutungsbild, mit dem ich einfach diesen Bild hier gebaut habe. Also, es ist wirklich idiotensicher. Und ich finde es krass, dass man so einen krassen Impact haben kann, nur mit den verschiedenen Sachen, die man an den Fähigkeiten und Paragon-Sachen ändert. Dass das so einen krassen Unterschied macht. Das hätte ich, also der war jetzt nicht sehr schwer, der Keller, aber das hätte ich mit meinem Bild nicht geschafft. Man glaubt es kaum. Ah, let's go. Und so bin ich gerade die ganzen Albtraum-Dungeons am durchballern. Und wie gesagt, der Link ist unten. Der Bild ist unten verlinkt. Aber was wichtig ist, sind auf jeden Fall die Aspekte, diese lilanen Sachen, die auf den ganzen einzelnen Items sind. Und natürlich ganz wichtig, die Fähigkeiten, die ihr braucht. Und was ich zum Beispiel ganz komisch fand, vielleicht auch wichtig als Info für den einen oder anderen von euch. Hier ist nur Level 1 von 5. Auf dem. So, und ich habe immer gedacht, die Standardattacke muss immer 5 von 5 sein. Ja, jedenfalls hier ist 1 von 1. Wirbelwind habe ich gerade auf 8. Und dann halt die ganzen Schreie und so. Ihr seht nicht mal das Level auf den Schreien. Das geht auf jeden Fall noch sehr viel besser. Und ganz krass ist halt dieser Paragon-Weg, ne? Also, ich habe jetzt hier gerade einen Weg durch bis zum dritten Tableau und hole mir jetzt die nächste Tafel. Das können wir gerade mal zusammen machen. Dann können wir direkt mal gucken in dem Bild, was als nächstes kommt. Wir haben hier den Bild, Paragon. Und dann guckt ihr einfach, was als nächstes kommt. Der kommt dann als nächstes, den packe ich hier ran. Und so steht, könnt ihr bei dem Bild, vielleicht kann ich mal ein Bild einbauen, hier, damit ihr das mal seht. Da könnt ihr ganz genau dem Bild nachbauen. Anscheinend ist hier völlig egal. Also das hier braucht man anscheinend gar nicht. Man geht hier nur entlang für zum nächsten hin. Und ja, so habe ich das auch gemacht. Und wieso ich das überhaupt mache, das Video, weil ich es ganz extrem finde, was für ein Impact nur diese Fähigkeiten haben können und die verschiedenen Paragon-Sachen. Weil ich bin bei weitem nicht perfekt. Ich habe hier immer noch meine Dornenrüstung drauf, die ich eigentlich gar nicht mehr brauche. Ich suche schon seit einer Stunde was Besseres. Vielleicht habe ich hier gerade was bekommen. Barriereerzeugung, Steuerungsgrenze weniger Schaden durch entfernte Gegner, nicht unbedingt. Übrigens ein ganz kleiner Super-Tipp. Wenn ihr die Tooltips aktiviert, dann könnt ihr hier die Rolls sehen. Min-Roll und High-Roll in den Einstellungen. Wer das nicht weiß, geht auf Spiel, Option, Gameplay und dann hier erweiterte Tooltip-Informationen aktivieren. Dann könnt ihr bei den Items sehen, was Min und was Max-Roll ist. In Klammern, das ist ganz wichtig. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in Zukunft noch mehr solche Build-Videos mache. Ich habe ja jetzt hier auch nicht viel vorgestellt. Ich habe das einmal ganz kurz gezeigt, weil ich nicht der Experte für Diablo-Builds bin. Also keine Sorge, ich werde jetzt hier nicht für jede Klasse den perfekten Bild
euch zeigen. Ich wollte einfach nur mal sagen, wie faszinierend ich es finde, dass man so einen krassen Impact hier haben kann. Und vor allen Dingen frage ich mich, wie casual Leute darauf kommen sollen. Also ich wäre da niemals drauf gekommen, mit den drei Schreien und dem Wirbelwind und das genau so zu spielen. Finde ich ganz, ganz crazy, wirklich. Ganz, ganz crazy. Und ich mache die Albtraum-Dungeons jetzt wie nix. Wo ich vorher gestruggelt habe wie sonst was, mache ich jetzt alles einfach weg. Und auch die Legionen und sowas. Also ganz verrückt. Mir fehlen da echt die Worte. Was ich damit sagen will, ist echt keine Schande, im Internet mal nachzuschauen, bei den Profis euch einen guten Bild rauszuholen. Vor allen Dingen für Druide und für Zauberer und für den Schurken gibt es richtig verrückte Builds, womit ihr übertrieben viel Schaden macht. Schaut da auf jeden Fall mal nach, seid euch nicht zu schade, da mal nachzuschauen. Ja, das soll es mit dem Video gewesen sein. Lasst gerne ein Follow auf den Kanal da, wenn ihr nichts von Diablo verpassen wollt, da wird bestimmt noch einiges kommen in nächster Zeit. Ich habe nämlich vor, hier in nächster Zeit den Final-Dungeon zu machen. Das ist ja der, den ihr erst auf Weltstufe 4 freischaltet. Da will ich auf jeden Fall mal morgen Stepper reinmachen, das Ganze aufnehmen für euch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie gesagt, ein Follow auf den Kanal da lassen, ein Like auf dem Video und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.